habt ihr hier keine Bettpfanne, außer das hier hinten. Das Einzige, was nach Bettpfanne aussieht. Bitte nochmal drauf zeigen, wenn ihr sie gefunden habt. Ich wäre euch sehr dankbar. Ich will nicht auch jedes Mal jetzt hier einen Hinweis benutzen. Ich darf ja aber auch nicht sinnlos klicken, dann kriegen wir ja wieder einen Migräneanfall. Aber ich werde jetzt trotzdem einen Hinweis nehmen, glaube ich. Ja, doch, ich nehme einen Hinweis. Das ist die doch, ich wusste es doch. Der wird der Pixel drücken hier. Ist doch blöd. Okay, Hospitalflur. Und da geht's schon weiter. Stock, leere Flasche. Stock und leere Flasche. Hier ist eine. Die ist aber nicht leer. Die war halb voll. Oder halb leer. Je nachdem, ob man Optimist oder Pessimist ist. Das ist der Stock. Stahlpfeile und Taschenuhr. Stahlpfeile, die habe ich doch hier irgendwo gerade gesehen. Nee, doch nicht. Das ist sie nicht. Stahlpfeile und Taschenuhr. Hier ist die Taschenuhr. Eine Stahlpfeile. Hm, Korkenzieher und Pinsel. Das hier oben ist der Korkenzieher und den Pinsel haben wir hier. So, Messer und Skelettschüssel. Was ist denn eine Skelettschüssel? Skelettschüssel? Da kann ich also wirklich bloß probieren. Was ist denn bitte schön eine Skelettschüssel? Messer. So, hier oben hängt immer noch die Filmrolle oder ein Bändel. Das war die Stahlpfeile. Alles klar, okay. Sinnlos rumklicken kann auch zu was bringen, ja. Kann uns auch zu was bringen. Nutzen. Ach, wie auch immer. Skelettschüssel. Ach, Schlüssel. Skelettschlüssel. Ich wollte gerade sagen, was ist denn eine Skelettschüssel? Okay, nein. Skelettschlüssel. Ich finde hier trotzdem keinen Schlüssel. Was ist das hier oben? Das war das Messer. Okay. Ja, gesagt, ja. Sinnlos drin. Ach, hier ist ein Schlüssel. Okay, 3 Rezeptblöcke und ein Notizblock. Okay, Rezeptblöcke. Da habe ich vor uns hier schon einen gesehen. Dann ist hier noch einer. Und ein Notizbuch. Das könnte das sein? Nein. Hier ist das Notizbuch. Und noch ein... Ah, hier oben hängt er. Nürnberger Kodex. Der Einsatz von Menschen bei medizinischen Experimenten ist ausdrücklich untersagt. Keine Forschung. Wenn man versucht, einen Patienten zu heilen, ist alles erlaubt. Orkard. Okay. Experimente? Und dieser Typ ist in Freiheit? Hoffentlich fällt ihm niemand in die Hände. Oh, ich habe so die ganze Zeit das Gefühl, dass mir da wieder so entgegengerannt kommt, wie diese Beatrix Knowles. Wo ich erschrocken bin das letzte Mal. So, Flasche, erste Hilfekasten. Irgendwie suchen wir immer nach den gleichen Sachen, oder? Erste Hilfekasten. Da steht bestimmt irgendwas wie First Aid oder sowas drauf. Erste Hilfekasten. Okay, Wanduhr und Stahlbecher. Schon wieder ein Stahlbecher. Ich weiß aber gerade nicht mehr, wie der vorn aussah. Der könnte es sein. Oder der. Der. Persermatte und Gabel. Gabel ist hier. Persermatte hier. Maus und Schere. Eine Maus? Hier ist eine Maus drin. So lebendig und so. Ah, hier oben sitzt sie. Und eine Schere und einen Erste-Hilfe-Kasten brauchen wir immer noch. Erste-Hilfe-Kasten. Wo soll denn hier bitte der Erste-Hilfe-Kasten sein? Ist er das? Ist er das? Ich sehe ja nirgendwo ein rotes... Ach, hier oben! Rotes Kreuz nicht, ein weißes war's. Okay, Schere. Hier ist die Schere. So, ein Klemmbrett und 5 Seiten. Das Klemmbrett habe ich hier schon gesehen. 1, 2, 3, 4 und Nummer 5 brauchen wir noch. Hier ist Nummer 5. Tim Orkard. Bipolare, wahnhafte Störung.
Subjekt fing früh an, Anzeichen von Wahnvorstellungen zu zeigen. Der Patient ist auf medizinische Experimente fixiert. Das hochintelligente Subjekt schaffte es bis zur medizinischen Hochschule, wurde jedoch wegen etwas verwiesen, das in den Hochschulakten nur als abnorme Umgangsform und Praktiken beschrieben wurde. Patient ist mit größter Vorsicht zu behandeln. Das ist nämlich genau das. Diese Patienten sind nicht unbedingt dumm oder so, nur weil die sich irgendwas einbilden, sondern die können sowas von schlau sein. Die haben manchmal einen höheren IQ als ein normaler Mensch. Wie bei dem das beste Beispiel, der hat es bis an die medizinische Hochschule geschafft. Wird dann dort wahrscheinlich ein paar komische Experimente durchgeführt haben, um irgendwas zu beweisen. Und das wird den Leuten dort nicht ganz in den Kram gepasst haben. Die Wachen haben mir mitgeteilt, dass sie glauben, Orkard in der Nähe des Ärztezimmers gesehen zu haben. Wir sollten dorthin zurückgehen. Okay, zur Villa drin. Wir sollten ein paar Sachen mitnehmen, bevor wir uns auf die Suche nach ihm machen. Okay, Glühlampe, Labormantel. Ist das der Labormantel? Ich meine, man hat uns ja auch schon ein Kleid als, was war das, als Arztkittel angedreht oder so? Ich weiß nicht. Nee, ein Anzug war es, genau. Ein Anzug war es und es war dann im Endeffekt ein Kleid. So, den haben wir hier. Glühlampe und Mond. Glühlampe. Hier ist die Glühlampe. Den Mond suchen wir später. Ja. Blumenstrauß, Spinne, Magazin. Blumenstrauß. Schon wieder eine Spinne. Ich steckte das Viehzeug bloß nicht ein, Ted. Magazin. Kerze, Stock. Nee, das ist kein Stock. Eine Kerze. Ah, hier ist die Kerze. Ein Stock. Und ein Mond. Wie soll denn hier der Mond aussehen? Also ich meine, wo findet man den denn hier? Räusperli, Räusperli. Ein Mond. Gibt es noch eine andere, also gibt es noch was anderes als den Mond? Also als Bezeichnung für Mond? Wisst ihr, was ich meine? Hier ist der Stock. Stock haben wir nur noch der Mond. Ah, hier ist der Mond, ein Bildmond. Okay, Packung Zigaretten, Gürtel, Streichholzschachtel, Armbanduhr, Hefter und eine Drahtrolle. Das ist immer so ein bisschen einfacher, wenn man weiß, wie das aussehen soll, dieser Gegenstand. Hier haben wir die Streichholzschachtel, die Zigaretten, die Uhr, der Gürtel und den Tacker. Zur Villa draußen. Erst hier lang, Richtung Tor. Ich will mich nicht erschrecken. Ach nee, ich muss erstmal hier lang gehen. Sieht aus, als wäre hier entlang gelaufen. Hat das Tor aufgebrochen. Wir müssen das sichern, bis die Wachen es reparieren können. Okay, zum Sichern eines Tores braucht man natürlich eine Limonadenflasche. Eine Rose ist da auch nicht ganz schlecht. Und ja, eine Drahtverlängerung bringt das Ganze dann auch noch zum Tor. Hier hängt schon wieder eine Spinne. Ich bin sehr froh, dass wir diesmal nicht einsammeln müssen. Limonadenflasche. Die könnte hier oben sein, wobei es mehr eine Weinflasche war. Eine Greifzange. Okay, Rose, Klemmzange. Die Rose ist hier. Eine Klemmzange. Was ist denn eine Klemmzange? Hier habe ich noch ein Messer, das braucht man auch, genau. Brecheisen, Drahtverlängerung. Brecheisen, Drahtverlängerung. Okay, wir haben alles. Wir brauchen etwas, um den Draht zu sichern. Ja, und was? Achso, wir müssen wieder zurück. Okay, eine Milchkanne natürlich. Man kann mit einer Milchkanne ein Draht zum Halten bringen. Genau. Da dran noch eine hübsche Maus gewunden, die dann lustig vor sich hinquiekt. Herrlich. Wir lassen hier einen Helf-Erste-Hilfe-Kasten da, der Maus. Genau, da kann sie sich verarzten, falls der Draht sich in ihre Haut und in ihre Eingeweide bohren sollte. Nein, okay, jetzt ging es gerade mit mir durch. Das ist, weil wir in der Psychiatrie die ganze Zeit rumrennen. Da kommt dann gern mal sowas hervor. Okay, Milchkanne, Erste-Hilfe-Kasten. Filzhut, Krimpzange. Das ist eine Krimpzange, oder? Das ist eine Nusszange. Damit kann man so Nüsse knacken. Filzhut. Hier oben. Seil und Maus.
Da hängt die gleiche Maus wieder wie vorhin an dem Parfümfläschchen schon. Dann ein Seil. Ein Fernglas und eine Metallstange. Fernglas. Fernglas? Jo. Okay, wir dürfen wieder zurück. Okay, mit einer Metallstange. Schade, meine Idee war eigentlich viel schöner, finde ich. Zur Küste. Oh, hier waren wir auch schon mal. Lass uns mal nachsehen, ob hier vorbeigekommen... Ach, ob er hier vorbeigekommen ist. Okay, Bohrsäure. Was? Bohrsäure? Handschuhe. Thermometer. Stimmgabel. Otoskop. Was ist ein Otoskop? Ach, das Ding, womit man in die Ohren guckt. Alles klar. Und eine Gasmaske. Natürlich. Natürlich, wir brauchen eine Gasmaske, um die Patienten hier zu behandeln. Weil wenn die uns anatmen, die haben alle so einen Mundgeruch. Da fallen wir dann alle um. Okay, Thermometer. Und dieses Otoskop. Das ist hier. Eine Stimmgabel haben wir hier. Hier ist noch eine. Im Baum hängt hier bestimmt auch irgendwo eine Stimmgabel, oder? Hier ist noch eine. Machen wir das? Nein. Stimmgabel und Thermometer. Wo ist denn hier bitte ein Thermometer? Das ist ja so klein und fitzelig hier. Ein Thermometer. Hier ist die Stimmgabel. Aber das Thermometer fehlt noch. Was der Herr dann aus Strafe im Poppes gestoßen kriegt. Thermometer. Ah, hier, ganz offensichtlich eigentlich, okay. Sieht aus, als wären wir auf der richtigen Spur. Chuck? Hey, Chuck? Wo ist Chuck? Wieder der Friedhof. Klemmbrett, dreimal Fläschchen, erste Hilfekasten und Feuerzeug. Okay, hier ist eine Flasche. Sehen die alle gleich aus? Ja, wa? Klemmbrett, Erste-Hilfe-Kasten, Feuerzeug und noch zwei Flaschen. Das wird wieder das Schwierigste werden hier. Hier ist noch eine. Die sind gut versteckt, die Flaschen. Wirklich gut versteckt. Wo ist denn die letzte Flasche? Jetzt scheint mir auch die Sonne hier so auf dem Monitor. Jetzt sehe ich gerade überhaupt nichts. Ein Fläschchen brauchen wir noch. Wo ist denn das gute Fläschchen? Ja, ein bisschen so die, denke ich, so hier so in der Richtung. Weil hier war eine, in der Mitte war eine. Dann könnte ja eventuell hier drüben noch eine sein. Aber hier finde ich tatsächlich kein Fläschchen. Oder das haben die so derbe abgedunkelt, dass man das überhaupt nicht finden soll. Hallo, Fläschchen? Flasche weiß und mit einem Art Korken oben dran. Aber ich sehe hier kein Fläschchen. Ah, doch, hier. Hier ist er. Oh nein, müssen wir jetzt echt wieder ins Mausoleum. Verdrahtet. Bolzenschneider, der ist natürlich nicht hier. Aber hier. Und den habe ich, glaube ich, vor uns schon irgendwo... Ach nee, hier ist er auch nicht. Doch! Willst du mich verarschen? Natürlich ist er hier. Ist ja nicht mehr gelb jetzt. Hier ist er doch. Hey, das ist er doch. Danke. So, dann schnippeln wir das hier auf. Zum Mausoleum. Ich will nicht wissen, was jetzt hier drin ist. Ich bin so schreckhaft gerade. Suche die Unterschiede, um Tim Orcutt zu finden. Das ist ja cool. So ein Rätsel hatten wir ja die ganze Zeit noch gar nicht. Okay. Können wir auf beiden Seiten... Hallo? Was muss ich denn jetzt hier machen? Hä? Ach, wir müssen die gleichen Gegenstände finden. Ach, jetzt kapiere ich das. Meine Fresse. Das ist ja voll schwer hier. Hier ist der Dartpfeil. Das Skalpell.
Skalpell und das Skalpell. Das Ding und das Ding. Das finde ich aber auch mal cool gemacht. So kenne ich die Rätsel nämlich gar nicht. Das fehlt hier auch noch. Das ist hier und eins noch. Und das letzte ist bekanntlich eh immer das Schwierigste. Ach nee, doch nicht. Guck mal hier und hier der Hakenwasch.